jetzt wollen wir mal sehen, wie es geworden ist. Ich schneide das mal eben einmal so auf. Auf den Punkt, wie man sieht. Ganz, ganz leicht rosa. Aber sowas von zart. Besser geht's nicht. Moin, liebe Grillfreunde. Heute machen wir Schweineländchen, also genau genommen Schweinemedaillons aus dem Schweinefilet und das Ganze mit einem eigenen Grillgewürz. Wollen wir sehen, wie uns das gelingt. So, wir haben hier so ein paar Gewürze. Fangen wir einfach mal an, indem wir eine Basis machen für so ein Grillgewürz. Das ist super einfach. Da bezahlt man normalerweise ganz viel Geld für irgendwelche Rubs. Die sind zum Teil pro Kilo wirklich teurer als das Fleisch, was man benutzt. Und im Grunde genommen ist es gar nicht nötig. Das hat man noch fast alles da. Das heißt, ich habe jetzt hier mal einfach Meersalz. Das sind 4 Esslöffel Meersalz. Die geben wir hier rein. Dazu geben wir Paprika. Das ist ganz normal Paprikapulver. Das sind 3 Esslöffel. Kommen dazu. Dann gehen wir weiter. Einfach nur, um ein bisschen, sagen wir mal so, eine bessere Farbe zu kriegen und vielleicht auch das Ganze von außen zu karamellisieren, haben wir hier Rohrzucker. Der kommt dazu und zwar waren das genau genommen 3 Esslöffel Rohrzucker. So, jetzt kommt nochmal Pfeffer dazu. Pfeffer haben wir hier 2 Teelöffel frischen Pfeffer aus der Mühle. Dann brauchen wir etwas Knoblauchpulver, sind 2 Teelöffel, haben wir dazu gegeben. Dann habe ich hier noch 1 Teelöffel Zwiebelpulver. Jetzt bringen wir noch ein bisschen mehr Geschmack an die Geschichte, weil bei Schweinemedaillons ist es einfach so, das Schweinefilet schmeckt ja nicht nach so viel. Folglich versuchen wir einfach das ein bisschen zu unterstützen, ohne zu überwürzen. Das ist so ein ganz bisschen Cayennepfeffer. Also wenn man so will, Chili-Pulver. Hier habe ich noch ein bisschen Kreuzkümmel, das ist aber auch nur so ein halber Teelöffel. Und dann habe ich noch Koriander, einen Teelöffel und etwas Oregano. Und jetzt haben wir das Gewürz im Grunde genommen fertig. So, wird einfach einmal durchgemengt das Ganze. Kann sehr schön das Meersalz sehen. Und gehen jetzt einfach bei. Und füllen das Ganze im Streuer, das mag ich besonders gerne. Das heißt, da drin können wir gleich auch noch mal mischen. Hier habe ich jetzt den Streuer. Jetzt kann ich einfach noch mal mein Gewürz da drin schön durchmischen. Vor allen Dingen kann ich es nachher super klasse auf die Medaillons auftragen. Wunderschöne Schweinefilets. Da haben wir die Silberhaut schon entfernt, ganz frisch, und jetzt schneiden wir uns schöne Medaillons. Wir schneiden die Medaillons etwas dicker, weil wir die nachher noch ein bisschen platt drücken. Die Enden lassen wir einfach so, werden die entsprechend genauso verarbeiten. Jetzt habe ich die Filets hier, alle schön geschnitten, wie man sieht. Und jetzt gehen wir bei die Medaillons und jetzt gehen wir bei und drücken die einfach so ein bisschen flacher. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Oberfläche erreichen. So, das reicht schon. Wir können noch mal reingucken, wie unsere Würzmischung jetzt aussieht. Also das ist gar nicht mal übel. So, jetzt wird behutsam gewürzt damit. Das ist im Streuer ganz cool, finde ich, weil es einfacher ist. Fertig haben wir die Medaillons. Wir sehen, mit unserer eigenen Trockenmarinade, so nennt man das Ganze ja. Und ich sag mal, jetzt packen wir die nochmal eben für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und danach rauf auf den Grill, passend zum Spargel. Jetzt geht es aber auf den Grill mit diesen leckeren Schweinefilets. So, der Grill ist gut vorgeheizt. Wir fahren auf etwa 270 Grad, aber lassen die Temperatur gleich ein bisschen runtergehen, damit wir einfach dieses feine Filet nicht so überfrachten. Wir haben ein bisschen Zeit dabei. So, wir drehen das erste Mal um.
Wir haben jetzt genau 2 Minuten rum. Das heißt, also wie man sieht, da ist schon ein schöner Streifen. Weitere 2 Minuten später, wir können mal wieder wenden. Jetzt drehen wir einfach nur, um ein schönes Muster zu bekommen. So, wir checken jetzt einmal ganz kurz die Kerntemperatur. Ich denke, wir werden bei entsprechend einem Wert sein, den wir uns vorstellen können. Wir brauchen so ungefähr 65 Grad. Das ist super, klasse. Und wir schneiden an. Das testen wir jetzt mal. Oh, jetzt wollen wir mal sehen, wie es geworden ist. Ich schneide das mal eben einmal so auf. Auf den Punkt, wie man sieht. Ganz, ganz leicht rosa. Aber sowas von zart. Besser geht's nicht. Ich schneide mir hier jetzt in der Mitte ein Stück raus, um einfach zu probieren. Also, was soll ich sagen? Perfekt. Und total lecker. Und trotzdem, mit vollem Mund spricht man nicht. Ich sage noch schnell, schönen Dank Kameramann Jan, war super. Ist ein bisschen kalt jetzt. Wir werden das jetzt essen zusammen mit Spargel. Total lecker. Zu den Marinaden, Trockenmarinaden, möchte ich noch was sagen. Das mache ich aber in einem anderen Video. Ansonsten schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal oder lasst einen Daumen nach oben da oder irgendwas. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Macht's nach, ist lecker. Bis dann. Tschüss.